Ich wollte das immer schon mal machen. So. Wenn man so Sachen reduziert, Schönheit auf Äußeres, auf Materielles, das finde ich hässlich. Flüchtlinge ertrinken aber, Grenzen Europas, dann sind anscheinend doch nicht alle Leben gleich. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden im patriarchalen System, dass es bestimmte Vorstellungen gibt, wie eine Frau zu sein hat. Schwarz, Kümmelöl, Seife. So, liebe Leute, heute ist es tatsächlich nach langem mal wieder Zeit für ein wirklich sinnvolles Video, denn es ist wieder Zeit für Beauty Talks. Beauty Talks. Ja, für alle, die sich noch erinnern können, in den Beauty Talks spreche ich mit verschiedenen Menschen aus ganz Europa über die Schönheit der Vielfalt in Europa. Dabei stehen vor allem Menschen und ihre Geschichten im Vordergrund. Wir sprechen aber auch über das Konzept der EU und über die Frage, warum Europa schön und hässlich zugleich ist. Was bedeutet Schönheit überhaupt für uns persönlich und in unterschiedlichen Ländern? Inwiefern prägen Kultur, gesellschaftliche Einflüsse und Historie unser Verständnis hierfür? Das und vieles mehr bespreche ich sozusagen jetzt in den Beauty Talks mit ja, mehr oder weniger relevanten GästInnen aus, wie gesagt, ganz Europa. Meine Gästin für heute ist nämlich Amani Abu Sahra. Amani ist Philosophin, Pädagogin. Sie ist Autorin des Buches Kulturelle Identität in einer multikulturellen Gesellschaft, außerdem Herausgeberin des Buches Mehr Kopf als Tuch. Sie ist außerdem ja eine der wichtigsten Referentinnen in Österreich zum Thema Islam. Und Amani wird jetzt live und direkt dazu geschaltet aus Österreich, Austria. Yes! Mega! Hat funktioniert. Freut mich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr, sehr gut. Wie geht's? Super. Sehr gut geht's mir. Wir hatten ja letztes Jahr schon versucht, mal das eine Folge gemeinsam zu drehen. Das hat dann leider aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Und jetzt bin Genau. ich voll dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Kannst du kurz erzählen, wo du gerade bist und was du machst? Ich bin, ich glaube, du hast es eh vorher gesagt, Österreich. Ich bin tatsächlich in Österreich, in Wien, im schönen Wien. Ich war den Sommer sehr viel unterwegs, vor kurzem noch in den Bergen, aber jetzt bin ich gerade in Wien. Was mache ich? Ich bin sehr viel am Schreiben, am Lesen, forsche gerade zur Toleranzphilosophie und gerade sehr vertieft in meiner Dissertation. Was war so dein erster Eindruck, als du damals die Anfrage bekommen hattest oder jetzt auch erneut die Anfrage gestellt hattest, Teil der Beauty Talks zu sein? Weil das ja so augenscheinlich ja erstmal nicht so viel direkt mit dir zu tun hat, aber dann natürlich jeden betrifft, das Thema Schönheit, einmal auf dieser, sage ich mal, alltäglichen Ebene und dann auf der philosophischen, tieferen Ebene. Was ging so in dir vor? Ja, ich meine, das kann man jetzt auch falsch verstehen, dass das Thema Schönheit nicht so viel mit mir zu tun hat. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, zuerst, ich habe mal da. Beauty, so im Klischee, das klischeehafte Verständnis von Beauty sozusagen, also dass du nicht kategorisierbar bist als Beauty-Bloggerin, in Anführungszeichen. Natürlich so gemeint nicht. Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Was sind deine drei schönsten Synonyme für Schönheit? Ich glaube, das eine ist Wohlbefinden, also so richtiges Wohlfühlen und dieses sicher fühlen und sich in der eigenen Haut wohlfühlen, aber auch in einem Ort, wo man unterwegs ist, sich einfach gut fühlen, dieses Wohlbefinden. Und das kann man dann ausweiten, dass das halt mit einer Tasse Tee hergestellt werden kann, Blick aufs Meer oder einfach auch sich spirituell vertiefen, also das Wohlbefinden. Das andere ist für mich tatsächlich auch, ich habe nämlich ein bisschen drüber nachgedacht, gell? Also so im Vorfeld. Und das andere ist auch so Brüche. Also das, was ich schön finde oder was mich auch anspricht oder mein Interesse weckt, und das hat für mich auch mit Schönheit zu tun, ist so Brüche, so Stilbrüche. Also wenn ich mir einen Film anschaue und auf einmal kommt eine Musik aus einer ganz anderen Zeit. Oder dass man so traditionelle Trachten mit Sneakers oder irgendwas kombiniert. Das finde ich schön. Also so Brüche. Und das dritte wäre, oh Gott, schnell, Wasser. Wasser. Ah, Ja, Wasser. das ist krass, weil bei mir ist Wasser tatsächlich auch, ich finde Wasser extrem beruhigend. Also wenn ich zum Beispiel gestresst bin oder auch krank bin, dann hilft mir so ein Bild vom Meer,
oder einfach nur Meeresoberfläche oder Ozeandokus. Wohingegen jetzt zum Beispiel Land oder Erdoberfläche, einfach nur Erde, mich nicht so sehr beruhigt. I don't know. Mhm. Aber, ja. Welche Assoziation mit Schönheit findest du denn hässlich? Oberflächlichkeit? Zählt das? Das ist immer, also wenn etwas sehr reduziert wird. Mhm. Also mir fällt da zum Beispiel ad hoc Filter ein. Also wenn man so Sachen reduziert, Schönheit auf Äußeres, auf Materielles, das finde ich hässlich. Also wenn ein Mensch in seiner Gesamtheit gesehen werden möchte, als nur die Oberfläche. Und ich glaube, das betrifft vor allem uns Frauen, dann wenn man das Gefühl hat, so, wie redest du mit mir? Man ist so viel mehr als das, was einfach nur zuerst sichtbar ist. Und man wird reduziert. Also das finde ich sehr hässlich, wenn man Schönheit reduziert auf das, was vielleicht im Auge so direkt, also so einem so direkt ins Auge springt. Ja, Reduktion finde ich insgesamt hässlich. Das sind zwei sehr gute Reduktion, Oberfläche, Zeit. Ja. Was würdest du sagen, wie war das denn bei dir? Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt auch über Österreich, über die schöne Landschaft einerseits, andererseits natürlich dann Rassismen, die einem dort begegnen, einfach auch so das politische Klima ist ja auch in Österreich das Allerschönste. Wie würdest du sagen, hat dich dein so Upbringing, ich weiß gar nicht, was ist das deutsche Wort so genau dafür, aber inwiefern haben dich so kulturelle Einflüsse, deine Erziehung hinsichtlich deines Verständnisses von Schönheit geprägt? So das Österreichische? Ja, generell, also du kannst natürlich auch durch andere kulturelle Einflüsse geprägt. Ja. Hip-Hop-Kultur beispielsweise, bei mir war das zum Beispiel ganz krass. Also da werden ja sicherlich unterschiedlichste Sachen zusammengekommen sein. Ja, stimmt. Also ich glaube, das eine ist halt, ich bin tatsächlich in Österreich geboren, aufgewachsen. Manche glauben, dass ich konvertierte Österreicherin bin. Also so Österreich-autochtone bin ich nicht. Meine Eltern sind beides Palästiner. Und voll viele sind dann voll verwirrt, so, weil du sprichst ja auch Dialekt und ich weiß nicht was alles. Aber also bei mir kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Also so dieses Arabisch-Palästinensische, das Muslimische, das Österreichische, im Österreichischen aber auch nochmal das Ländliche, weil ich im Internat war in Oberösterreich, also nochmal so ein bisschen weiter weg von der Großstadt. Und da haben sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge auch einen Einfluss für mich gehabt, was Schönheit bedeutet. Und nämlich weg von diesem, dass es unbedingt ein Ort sein muss, hin zu etwas, was Menschen ausmacht. Also zum Beispiel in meiner Familie war das immer, was schön ist, ist diese Wärme. Ist am Abend eine fette Tasse, nicht Tasse Tee, wie nennt man das? Brick? Ja, Teekanne. Teekanne, genau. Also so eine fette Teekanne aufstellen und Tee kochen und dann trinkt man am Abend noch gemeinsam als Familie einen Tee und tauscht sich aus. Und das war wurscht, ob das in einem Städten in Niederösterreich war, in Österreich oder halt da, wo wir Urlaub gemacht haben in Palästina. Das war etwas, was ortsunabhängig war. Und das war für mich immer so ein warmes Gefühl, dieses Wohlbefinden, ein schönes Gefühl. Das andere ist, wenn ich jetzt an meine Internatszeit denke in Oberösterreich, also Österreich, dann ist es See, Wasser. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt, einfach so diesen Blick auf See und im Salzkammergut, da gibt es total viele Seen. Und das hat mich bis heute geprägt. Und das nächste ist, was Schönheit, also ich bin muslimisch aufgewachsen, aber im Sinne von, dass ich den Islam wirklich auch für mich entdeckt habe. Und da spielt Wasser auch eine große Rolle. Mhm. Und dann auch noch, weil du Hip-Hop gesagt hast zur Musik, das hat auch nochmal eine Rolle gespielt und wo ich halt bei mir merke, dass man so verschiedene Bezüge zum Thema Schönheit hat und ich so viele unterschiedliche Themen mich interessieren. Ich glaube, ich doch ein sehr offener Mensch bin, weil einfach auch ich so breit aufgestellt bin von meiner Sozialisierung her. Und ich glaube, das bringen viele Kinder mit sich, die in verschiedenen Kulturen aufwachsen, verschiedene Migrations-, Religionshintergründe haben, dass man vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten hat, anzudocken beim Thema Schönheit. Mhm. Und dass man auch sich dessen bewusst ist, dass das wandelbar ist. Ja, absolut. Ja.
Ich fand es gerade voll interessant, weil du gerade meintest, Bezug zu den Seen und Wasser und eben auch dann so den religiösen, spirituellen Bezug zu Wasser, weil du gerade auch das schon angedeutet hattest. Was ist da der islamische Bezug? Kannst du das vielleicht kurz erläutern zu Wasser? Das eine ist im Paradies. Also als Muslimin ist man ja sehr stark verankert, zum einen in diesseits, diese Welt, alles, was wir hier erleben, und zum anderen aber auch das Jenseits. Und im Paradies spielt Wasser eine sehr große Rolle. Und für mich, also es gibt Flüsse und dann so unterschiedliche Bilder, so Szenarien, die einfach so Ruhe ausstrahlen. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich ein sehr, sehr praktisches Beispiel. Ich bete 5-mal am Tag. Und vor dem Gebet findet die Gebetswaschung statt. Und für die Gebetswaschung braucht man üblicherweise Wasser. Und insofern hat Wasser einfach eine sehr schöne Bedeutung von sich besinnen, reinigen. Wenn man voll wütend ist, gibt es die Empfehlung des Propheten, dass man ein Glas Wasser trinken soll oder sich gleich duschen gehen soll, so quasi das Feuer so löschen. Und es gibt zig Beispiele. Und wo man einfach sieht, was für eine schöne Bedeutung Wasser hat. Und der Mensch besteht ja zum Großteil aus Wasser. Und das, also mich interessiert oder mich spricht das total an, so dieses Ganzheitliche. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man seiner Verantwortung gerecht wird und Klimawandel und sich dessen bewusst ist, wie stark das alles miteinander connected und vernetzt ist. Und für mich als Muslimin, also weißt du, wie ich meine, so als Sichtbarer ja noch dazu, wird man auch immer so angesprochen, spricht mich auch nochmal diese spirituelle Dimension an. Was würdest du sagen, inwiefern hat sich so dein Verständnis von Schönheit über die Jahre verändert oder beziehungsweise gewandelt? Was hat dich hierfür geprägt? Ich kann nur von mir sagen, das, was ich bis vor einigen Jahren zum Beispiel als schön empfunden habe auf unterschiedlichen Ebenen, das hat sich sehr stark gewandelt. Ja, was sich so gewandelt hat, ist irgendwie auch das Thema Schönheit, dass es ganzheitlicher betrachtet wird. Also es gibt schon auch, wenn ich jetzt so an meine Jugendzeit denke und an meine Kindheit und wo man so unterwegs war, war das teilweise sehr, sehr reduziert, weißt du? So ein Mädel, wie sie spricht, ein Mädchen, wie sie sein soll, so nett und lieb. Und wenn du zeichnest, das soll aus diesen Kriterien entsprechen. Wenn du zu einer Hochzeit gehst, sollst du so angezogen sein und ich weiß nicht was. Und das hat sich schon gewandelt. Und darüber bin ich froh, weil ich habe mich damals nicht sehr wohl gefühlt, wenn es so bestimmte Vorstellungen gab, du hast dich so zu verhalten. Du hast, und damit meine ich jetzt überhaupt nicht eine bestimmte, dass ich sage, okay, das Muslimische, das Palästinensisch-Arabische oder das Österreichische, sondern das zieht sich durch wie ein roter Faden im patriarchalen System, dass es bestimmte Vorstellungen gibt, wie eine Frau zu sein hat. Und das hat sich gewandelt. Also das merke ich schon in meinem unmittelbaren Umfeld, auf Social Media. Und das ist etwas, was mir zum einen einen weiteren Raum an Handlungsmöglichkeiten gibt, mir aber auch Hoffnung für die nachfolgenden Generationen gibt. Also, dass man ja nicht bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen hat und für sich da draußen noch viele unterschiedliche Vorbilder finden kann. Und da bin ich schon sehr, sehr froh, dass da so vieles aufgebrochen worden ist. Und für bestimmte Dinge, die ich damals gefühlt habe, es inzwischen noch Theorien und Wissenschaften und Wörter gibt und Sprüche und Zitate und ich weiß nicht was. Krass, ja, weil du es auch gerade schon ansprichst. Vorbilder, gab es denn so konkrete Persönlichkeiten, Vorbilder oder Filme, Serien, Medien? Was auch immer, die dich so explizit an die du dich erinnern kannst, die bei dir so einen Aha-Moment ausgelöst haben? Wir sprechen jetzt von Kindern und Jugend, oder? Ja, kann auch im Erwachsenenalter sein. Also ich bin jetzt. Ja, okay. Das nimmt mir ein bisschen den Stress, weil ich versuche mich an so, oh Gott, was war damals? Also Malcolm X, Ja, ah seine ja. Biografie, die ich gelesen habe, das war für mich wirklich sowas von, wie sagt man, es ist für mich, es gab eine Zeit davor und eine Zeit danach. Das war für Krass. mich wirklich so. Also die Autobiografie von Alex Haley, die er dann auch festgehalten hat, die war wirklich, die hat mich so angesprochen, seine Art und Weise auf die Welt zu blicken, wie er mit Zeit umgegangen ist. Und also ich lese zum Beispiel voll gern. Also mich prägen, ich habe Bücher immer schon sehr, sehr geprägt. Und dass er so einen starken Bezug zum Wissen und zu Büchern hatte und wie er das angewandt hat, das hat mich schon sehr, sehr angesprochen. Ja, in meiner palästinensischen Kultur oder von meiner Oma-Zeit, wie sie gesprochen hat,
das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen mit einer Freundin sehr intensiv besprochen, ist, hat Sprache eine sehr hohe Rolle gespielt und die hat dann oft, sie ist leider schon verstorben, aber wenn sie dann geantwortet hat, dann war das oft so in Reimform, also so richtig poetisch. Was? Und es gab dann so verschiedene Feiern, wo die unterschiedlichen Gruppen aufeinander, also wie bei so einem Battle, dass man so aufeinander in Reimform reagiert und es geht aber auch um Argumentation. Also das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo Sprache so eine wichtige Rolle spielt. Da musst du dir unbedingt meinen Influencer-Freestyle-Rap anhören, der ist auch sehr poetisch. Aha, ja, das kenne ich gar nicht, ja, okay. Ja, der ist auf jeden Fall sehr deep. Das erkennen viele so beim ersten Hören nicht, aber der hat eine krasse Metaebene auf jeden Fall. Und der ist krass, also der ist lyrisch auch ein Meisterwerk, der Song. Aber sorry, zurück. Okay. Die Bücher, du liest super viel. Dann waren gerade so dieser Schlagabtausch, dieser poetische in Reimen zu antworten, war auch prägend für dich. Und weil da vorhin auch das Patriarchat angesprochen hat, vor allem auch so sozusagen Erwartungshaltung an Frauen, wie Frauen sich zu benehmen haben, Aussehen zu haben, nicht aus weiter und so fort. Gab es da für dich auch irgendwie ein Buch oder eine Person oder was auch immer, ein Moment, der prägend für dich war hinsichtlich deiner, deines Frauenbildes, wo sich das auch schlagartig verändert hat oder vielleicht auch graduell? Na, ich glaube, meine Mama ist eine spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Bereich. Also die ist so eine voll selbstbewusste, starke Frau, voll die engagierte, hey, hier bin ich, und hat selber auch eine, hat unterschiedliche Berufswege, bis zum einen auch Kosmetikerin, das hat sie wirklich auch auf einer beruflichen Ebene damit auseinandergesetzt. Und für sie war immer so, man muss sich nicht an dem von außen orientieren. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Also das war, teilweise ist es auch interessant, so eine starke Figur zu Hause zu haben und dass man sich selbst dann irgendwie auch daran reibt. Aber jetzt, wo man älter wird und weiser und ein bisschen so, also weißt du, was ich meine, so ruhiger und Dinge aus einer gewissen Perspektive betrachten kann, merke ich schon, dass mich das sehr stark geprägt hat. Also ihre Selbstverständlichkeit, wie sie in die Welt geht, wie sie Dinge betrachtet und Dinge für sich einfach auch in Anspruch nimmt, ohne halt für irgendetwas um Erlaubnis zu bitten. Und sie sind in dieses Land gekommen, konnte nicht Deutsch, hat sich vieles erarbeitet. Und auch von ihrem Style her sehr viele Farben, sehr energiereich. Und das ist, glaube ich, schon, also sie ist auf jeden Fall ein Mensch, also der in dieser Liste eigentlich nicht fehlen dürfte. Haben sich deine Eltern jemals praktisch bei dir eingemischt in deinen Style, was du anziehen solltest, weil dir das besser steht, oder was du nicht anziehen solltest, weil dir das nicht so gut steht, oder wie du das oder dies tragen solltest, das so kommentieren? Ja, nein, mein Papa überhaupt nicht. Mein Papa voll relaxed und hey, und du bist so, wie du bist, bist du super und hey und was de. Yeah. Aber meine Mama, wie ich schon gesagt habe, sehr starke Persönlichkeiten haben oft auch sehr konkrete Vorstellungen davon, wie man selbst zu sein hat und wie andere zu sein haben. Und ja, schon. Also das war jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, oder ich habe es auch nicht immer als negativ empfunden, aber doch. Und ich glaube, das prägt dann auch selber, wo man dann sich selbst noch einmal behaupten kann und sagen kann, hey, Mama, ich möchte das aber ganz anders machen. Und das ist dein Weg, das ist deine Vorstellung, und ich habe aber ganz andere Vorstellungen, das, was ich als schön empfinde. Und auch gewisse Styles, die sich auch mit der Zeit wandeln. Also Dinge, die sie für gut fand, jetzt nicht mehr gut findet, und bei mir halt umgekehrt. Ja. Was sind die Essentials deiner Beauty-Routine? Kannst du sie uns vielleicht zeigen? Neben Wasser trinken. Ja, wirklich, das ist echt das Erste, Wasser trinken, ohne Spaß. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die meinte, die hat eine Zeit, oh nee, sie hat nicht mal 6 Liter, sie hat monatelang 12 Liter pro Tag getrunken. Das ist eigentlich witzig, sorry. Und musste dann irgendwann zum Arzt, weil die halt so wässrige Haut bekommen hat. Die hat halt am Tag 6 mal 3 Liter Volvic-Flaschen getrunken. Und irgendwann, ja, weil sie dachte, das Wasser ist gut und keine Ahnung, wie man das überleben kann. So Nierenversagen irgendwann. Aber wie viel trinkst du so pro Tag? Oh Gott, das klingt voll schlimm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich trinke. 3 Liter, 4 Liter? Es geht mir dann einfach besser, wie du sagst. Also vom Schlaf her, von der Energie her. Das ist so wie mein Treibstoff. Was ist neben Wasser noch ein Essential? Hast du noch irgendwas?
Ja, ein Essential ist, wie sagt man, Pflege, Reinigung. Ja. Also Schminken und so. Ich kenne mich schon aus, aber nicht so gut und ich verwende ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich mir denke, wie sagt man, eine gepflegte oder eine reine oder eine Haut, na, du weißt, Ja, was ich meine. sag mal Ich, nein. genau. Genau, ja. Ja, dann geht es meiner Haut automatisch besser. Also dann brauche ich nicht im Nachhinein so viel machen, sodass ich mich halt wohler fühle oder wo ich mir denke, hey, passt, so kann ich rausgehen, so kann ich mich herzeigen oder so kann ich mir selbst in den Spiegel schauen. Ich habe tatsächlich auch was mitgenommen. Mitgenommen. Was war? Was? Entwendet. Ja, okay. Und zwar, ich wollte das immer schon mal machen. So. Das ist eine, warte mal, Schwarzkümmelöl-Seife. Oh. Black Seed. Schwarzkümmelöl. Und die verwende ich voll gern und schon voll lang. Und das gehört für mich irgendwie so voll dazu, dass ich die Haut reinige in der Früh und am Abend mit Schwarzkümmelölseife. Und ich habe halt früher, weißt du, so Olivenöl ist bei uns voll angesagt, Olivenölseifen, aber das trocknet es zu sehr aus. Das ist für mich nichts. Aber die Schwarzkümmelölseife ist voll gut und hat allgemein halt voll die gute Wirkung, wenn man Schwarzkümmelöl oder Kerne auch so einnimmt. Aber dann kommt es darauf an, welche Seife du verwendest. Vielleicht verwendest du die falsche Seife. Zum Beispiel Olivenölseife trocknet zu sehr aus. Die entzieht dem Körper zu viel Fett, Feuchtigkeit. Ja, Also okay. man muss sich, es ist nicht für jeden Typ jede Seife. Da muss man sich echt durchprobieren. Es gibt wirklich zig Sorten und Seifen. Ich habe noch was mitgebracht. Und zwar Öl. Rosenöl. Also das ist, warte, es ist jetzt Mandelöl mit Rosen. Ja, Wildroseöl. Also das ist Öl, also allgemein Öl, aber das verwende ich nur am Abend, weil in der Früh wäre das dann zu viel, am Abend halt einfach Öl. Und ich experimentiere voll gern. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, das ist meine fixe Routine, mit der das muss so sein, sondern nach diesem Wildrosenöl kommt das Sanddornöl dran, das probiere ich dann und ich probiere mich voll gern durch. Das Wichtigste, worauf ich nicht verzichten kann, ist, also es muss schon so Bio- und Naturkosmetik sein. Also es Ja. muss wirklich so sein, dass ich weiß, das sind keine belastenden Stoffe, Chemikalien oder so Stoffe, die mein Hormonhaushalt durcheinander bringen. Was jetzt zum Beispiel Make-up angeht, und also so richtig schminken, wenn ich einen Fernsehtermin habe und einen Auftritt habe, dann gibt es ja die Maske. Und dort sage ich jetzt nicht, hey Leute, ist das alles Bio, weil sonst sicher nicht, nein. Hast du noch was mitgebracht? So. Und zwar Veleda. Ah, es gibt. Veleda. Skin Food Light, genau. Warte, ich muss gar nicht, wo ich das hinhalten soll. Genau. Ich habe das in Berlin bei einer Frau gesehen und die hat so schön ausgeschaut. Also sie und ihre Haut. Also ich mag Veleda sowieso, aber ich habe Veleda noch nie irgendwie so fürs Gesicht halt. Ich habe eher andere Sachen von anderen Naturkosmetika. Und dann habe ich gedacht, hey, das probierst du aus und das hat mir gut gefallen. Ja, das Letzte. Ja. Also allgemein decke ich nicht ab, aber wenn ich merke, es geht nicht anders, dann verwende ich so, wie heißt das, BB-Creme? So diese gemischten Dinger. Sieht man das? Das ist eine Creme gemischt mit Make-up-Dings in einem. Und das muss dann zum Beispiel drauf. Also wenn ich merke, Was ist so deiner Meinung nach so ein wirklich sinnvoller Beauty-Hack? ein sinnvoller Beauty-Hack, okay, gut, jetzt sage ich was Gescheites. Einen Lifestyle zu führen, wo man sich auch wohlfühlt, weil die Haut ist schon noch so ein bisschen Spiegelbild. Was man isst, was man trinkt, was man zu sich nimmt oder wann man halt schlafen geht etc. Ich glaube schon, dass das irgendwie alles Sinn macht. Und es gibt ja diesen Spruch in der ganzheitlichen Medizin, dass man sagt, dass eigentlich Ernährung schon Heilung ist oder sein kann. Beziehungsweise alles, was du zu dir nimmst. Aber ich glaube, wenn du sagst, okay, ein Tipp reduzieren auf etwas, dann wäre es tatsächlich Wasser trinken. Amani, weißt du, was ein Beauty Blender ist? Ja. Was ist ein Real-Life-Beauty Blender? Also womit blurst du unschöne Momente in deinem Leben aus? Also zum einen sind es mit Menschen sprechen. Also das heißt wirklich auch mir Zeit nehmen, mit Menschen sprechen, wo ich weiß, die meinen es gut mit mir und wo ich auch tatsächlich meine Seiten zeigen kann, wenn es mir nicht gut geht. Und ich finde, Schwäche zeigen ist eine unheimliche Stärke.
Und diese Stärke ist uns teilweise echt abhanden gekommen in der Gesellschaft. Aber bei mir sind es auch Bücher, tatsächlich Bücher. Wenn ich ein Problem habe und ich weiß nicht weiter und ich stehe irgendwie an und weiß nicht ganz, wie ich es lösen soll, dann bin ich voll, also der Typ Mensch, so Ratgeber, Gedichte, Literatur, Romane, was auch immer. Das inspiriert mich voll. Und warum? Ich weiß auch warum. Also ich habe viel darüber nachgedacht, warum für mich Bücher so eine beruhigende Wirkung haben, weil ich in dem Moment die Möglichkeit habe, in Distanz zu mir selbst zu gehen, zu meiner Realität. Und so wie du das gesagt hast, so ein bisschen verwischen oder du hast einen anderen Begriff verwendet. Aber es schafft für mich nochmal eine Distanz und eine andere Perspektive auf das Thema zu gewinnen, und so dass ich wieder handlungsfähig werde. Vielleicht auch, weil Bücher aus Papier bestehen, Papier aus wiederum Bäumen gemacht wird und Bäume Wasser brauchen. Bravo. Was war so das letzte Buch, was du gelesen hast, was dich vielleicht aus einer nicht so schönen Phase so gerettet hat oder was dich da so rausgeholt hat oder was ja, dich einfach in einer uninspirierten Zeit inspiriert hat vielleicht auch? Aktuell lese ich gerade sehr viel Wissenschaftliches, wegen Toleranzphilosophie, wegen meiner Forschungsgrad, also wirklich sehr, sehr viel. Ja. Aber ein Buch, das mich gerade so ein bisschen rausholt, ist mein Tagebuch. Und wo ich tatsächlich so meine eigenen Notizen festhalte. Ich weiß, Tagebuch klingt so voll, wie sagt man, überhaupt nicht modern. Und viele sagen, ja, Notizen, Notizen, ja, passt, dann nennen wir es halt anders. Aber wo man also seine eigenen Gedanken festhalten kann. Und jetzt in den letzten Tagen wieder vermehrt Koran. Also, dass ich mich wirklich mit den Worten Allahs beschäftige, das gibt mir auch sehr, sehr viel Ruhe. Ila, kannst du ein bisschen leiser reden, bitte? Man hört dich. Was würdest du sagen, Amani, weil das ja das Ganze heißt ja Beauty Talks, ist ja ein Wortspiel. Ich habe schon gesagt, so cool, du bist da bei mir. Beauty Talks, EU. Was würdest du sagen, ist das Schönste an Europa und was ist das Hässlichste vielleicht auch? Also das Schönste ist, glaube ich, mal die Idee. Also die Idee der EU, um einfach auch Frieden, sozialen Frieden zu gewährleisten und dass man in einen Verbund eingeht, dass man sich gegenseitig einfach auch nicht bekriegt, also so mal das Minimalste. Und zum anderen aber auch so die höhere Form ist Reisefreiheit, Möglichkeit, Arbeitsplatz sich auszusuchen innerhalb der EU. Und das ist zugleich aber auch das Hässlichste. Also weißt du, das ist wie so eine Münze mit zwei Seiten und sehr widersprüchlich. Zum einen hast du Reisefreiheit und Möglichkeit, man könnte jetzt morgen in einem anderen EU-Land einen Job anfangen und das ist einfach auch möglich aufgrund der EU, aufgrund der Bestimmungen, der Vereinbarungen. Du kannst auch mit derselben Währung, mit dem Euro in einem anderen Land zahlen und es gibt ganz, ganz viele Angleichungen, Anpassungen. Und zum anderen sind aber zig Menschen davon ausgeschlossen, die trotzdem in einem EU-Land leben, aber aufgrund der, ich sage jetzt mal, falschen unter Anführungszeichen Staatsbürgerschaft nicht in diesen Genuss kommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch in Wien bald wieder die Wien-Wahl, wo Pass-Egal-Wahl, wo darauf aufmerksam gemacht wird, wie viele Menschen gar nicht wählen dürfen. Und auch, oder jetzt zum Beispiel in der EU lebend, aber diese Grenzenfreiheit, von der immer gesprochen wird in der EU, was ja zum einen eine schöne Idee ist, auf der anderen Seite aber nicht wirklich greift, wenn das so stark verknüpft ist mit der Staatsbürgerschaft. Also doch mit einem nationalen Gedanken. Ja. Wenn du eine Schönheitsreparatur an Europa vornehmen könntest, eine einzige, welche wäre das? Boah, das ist schon sehr gemein, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viel zu reparieren. Aber ich glaube, das eine wäre die Menschenrechte von der Theorie in die Praxis zu heben. Weil wir sehen das vor allem bei dem Thema Flüchtlinge. In der Theorie Menschenrechte, Charta, alles schön, aber in der Praxis werden Grenzen hochgezogen und Grenzen geschützt, aber nicht Menschen geschützt. Und ich glaube, das wäre so das Dringlichste aktuell, weil es geht um Menschenleben. Und das kennst du sicher, also dieser Spruch mit Black Lives Matter und dann gibt es so diese Gegenbewegung, No, all lives matter actually. Und dann ist es so, ah, wenn alle Leben so wertvoll sind, Flüchtlinge ertrinken aber, Grenzen Europas, dann sind anscheinend doch nicht alle Leben gleich wert. Also das ist so diese Heuchelei,
Und ich glaube, das ist so das Thema, wirklich so diese eine Sache mit den Menschenrechten von der Theorie in die Praxis. Es scheitert an einer gewissen Arroganz, an einer Heuchelei, wo man so tut, als ob, aber gar nicht diesem Bild entspricht. Und das zu matchen, die Theorie und die Praxis. Vielen, vielen Dank. Richtig, richtig schöne Antworten und ja, viel Input auch zu Wasser, viel neuen Inputs. Au revoir, adieu. Tschüss, ich schalte mich weg. Danke dir. Okay, warte. Jetzt.